Mahlzeit. Nun, ihr seht, ich spiele auch mal zwischendurch wieder was ganz anderes. Und zwar das hin an die sehr Verrückte. Hat mir wieder zwei Spiele zukommen lassen. Und eins davon ist Peak Angel. Ein, ja, sagen wir mal, Online-Driftspiel. Weil, wie es so halt ist, in der Autorennszene, wo man halt driften können. Ich habe schon mal ein, zwei Runden gefahren, um mehr, ja, ein paar kleine Upgrades zu installieren. Also Stufe 1. Ist jetzt nichts Besonderes, mich ein bisschen an die Steuerung zu gewöhnen. Ich muss sagen, ich kenne dieses Spiel aus der Beta-Phase. Damals noch ohne Steam, ohne alles, direkt von der Seite. Da konnte man es testen. Und ich war damals sehr begeistert. Allerdings hatte ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch kein Lenkrad. Und habe das Ganze mit Xbox Controller gespielt, weil mit Tastatur unfahrbar. Aber labern wir gar nicht lange rum. Wir machen gleich mal ein Rennen. Und zwar gleich in Japan. Japan! Ja. Ein schönes kleines Spiel. Macht auch tierisch Bock. Aber es ist eben doch echt schwer. Ob das Ganze auch wirklich 100% online ist, weiß ich nicht, weil dazu lädt es einfach viel zu schnell zwischendurch. Na komm. Oder es dauert halt doch ein bisschen länger. Jawohl. Und schon ist alles geladen und es kann losgehen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das alles schön versaut. Jetzt seht ihr mich mal mächtig scheitern. Bei My Summer Car, okay. Aber Peak Angel ist wirklich eine komplett andere Liga. Und da sind wir auch schon. Und los geht's, gleich mal schön hier. Oh je. Ziel ist es halt an diesen komischen Pfeilern, an den roten, mit der Schnauze ziemlich knapp vorbeizukommen, um den Multiplikator zu erhöhen. Und, nein. An diesen lilanen, eigentlich mit dem Heck. Aber irgendwie gelingt mir das einfach nicht. Ja, mal, das war doch mal ein schickes Auto hast du, Kumpel. Aber, ja, und, komm. Oh. Voll verrissen. Also wirklich bei dem Spiel so wirklich sehr, sehr behutsam am Gaspedal sein, sonst wird das echt nichts. Und am Lenkrad eingekurbelt. Ach, vom Allerfeinsten. Na, der war doch gar nicht so schlecht. Jetzt sind wir noch rum. Ja, das war zu wenig Gas. Okay. Ja, schön. In andere Richtung, weiter geht's. Na, ich glaube, bei dem Spiel wäre echt eine Facecam angebracht, dass ihr mal seht, wie ich hier anfange zu kurbeln und zu leiern an diesem Lenkrad, dass ich überhaupt aushält, mein armer Tisch. Nein! Schwein gehabt. Na, weiter geht's. Guck mal, hier rumkommen. Ich bin einfach noch zu langsam. Aber okay, es ist eben. Der Karre ist ja mal geil. Aber ich habe eben einfach nur noch das Standardauto, wie jeder anfängt, der dieses Spiel beginnt. Das war ja mal überhaupt nichts. Wo bin ich denn? Bin Platz 1, wie geht denn das? Nein, ich bin schlecht. Irgendwie eine schöne Runde zusammenbekommen. Ja. Wirklich weniger Gas ist. Irgendwie ist weniger Gas mehr. Keine Ahnung warum. Ah, wird schon. Oh. Nein. Gegenverkehr. Ah, Mauer. Scheiße. Ah, Gottes Willen. Ah, die Karre ist geil. Ah, ich entschuldige mich jetzt schon mal für mein unkontrolliertes Rumgefahren hier. Aber irgendwie, ja, ich gebe mein Bestes. Eine Runde hier rum.
jetzt hier noch rumkommen? Oh, das war nix, das war nix. Ja, mit Driften hat nicht viel zu tun, aber es macht wirklich, es macht. Ja, war eine gekonnte Handbremsrutschung. Ja, und wieder verrissen. Ah, Scheiße. Ja, komm, Multiplikator. Ja, nein. Und wieder gedreht. Also es macht auf jeden Fall mächtig viel Spaß, aber es braucht eben wirklich einiges an Übung, hier ein bisschen halbwegs was auf die Beine zu bekommen. Ja. Und mit dem Gegenlenken, wann der Drift aufhören, ist auch noch irgendwie noch nicht ganz so mein Ding. Ja. Naja, gut, okay. Gut, dann machen wir halt weiter, wenn das Auto in die Richtung will. Und rechts rum. Ja, und da vorne wieder links rum. Naja, man kann es vielleicht als Driften schon durchgehen lassen, oder? Hm, das war wieder nix. Ach, komm. 20 Sekunden noch. Ich bin immer noch Platz 1. Wie geht denn das? Mann, ich werde doch jetzt nicht einfach hier gewinnen, oder was? Die letzten 3-4 Rennen habe ich immer verloren und jetzt? Ha, kaum nehme ich es auf, gewinne ich auch. Oh nein, E-Drift ist... Ach, Scheiße, habt ihr das gesehen gerade? Bei E-Drift oben in der Score, der wird uns noch alle überholen. Der zieht einen Drift komplett durch, das ganze Rennen. Da bin ich echt noch weit weg davon. Aber ein wirklich schönes Spiel. Dankeschön, Andy. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Macht Bock, Sau. Aber ich muss halt echt noch ganz schön üben. Aber, ja, was soll. Zweiter Platz. Ist meiner Meinung nach in Ordnung für den 5., 6. Rennen oder so. Ja, aber zum Spiel selber. Ihr könnt euch natürlich hier auch ein bisschen Upgrades holen. Habe ich ja schon mal kurz angedeutet. Und, ja, was gibt's denn noch so? Styling, Sachen umbauen, aber da werde ich irgendwann später mal drauf eingehen. Mit diesen Abstimmungen hier lässt sich bestimmt relativ viel veranstalten. Oh, Tuning Apply, nee, Reset. Ah, okay, hab halt nichts geändert, aber egal. Wo war denn noch? Irgendwo können wir noch auf Autos kaufen. Ah ja, Garage. Replace, Select. New Car Selected. Store? Ah, genau, hier war das. Also tolle BMWs und alles mögliche an Fahrzeuge. Auch schön. Haha, ein GTR. Na, schau einer an. Was soll der kosten? Oh Gott, den kann ich mir ja noch... Oh je, das dauert wahrscheinlich Jahre. Hier hinten gibt es auch noch Fahrzeugmodelle, die es noch nicht gibt. Aber Early Access Spiel, wie immer. Also da gibt es auf jeden Fall noch viel zu sehen. Hallo, ist mein Auto? Da. Ja, das sollte aber auch erstmal gewesen sein fürs Erste. Schauen wir mal, ob es noch weitere Folgen gibt. Ui, das geht ja wohl schnell. Langsamer. Ja, genau. Ein wunderschönes Auto. Macht wirklich Bock. Und wenn ihr mehr sehen wollt, like doch mal, dann machen wir mehr Fails. In diesem Sinne, macht's gut.